Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Smallland. Hier haben wir in unserem Tierpark noch ein leeres Gehege. Und hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Tierchen reinsetzen. Und ich glaube, es sind nur noch die Kakerlaken übrig von den kriechenden Tieren. Aber wir gucken vorsichtshalber nochmal. Erstmal holen wir unsere Blaumeise. Kommen wir hier? Ja. Und dann fliegen wir mal zurück in unsere Base. Und schauen mal, ob wir vielleicht doch noch ein anderes Tier haben. Weil ich weiß halt nicht, ob das Gehege eventuell zu klein ist. Weil die ja schon relativ groß sind, die Tiere. Ich wollte eigentlich da unten landen. Na gut. Also, wir haben auf jeden Fall hier die Zecken haben wir untergebracht. Ich glaube, eine von den schwarzen Witwen haben wir, Spinnengehege haben wir auf jeden Fall gebaut. Die muss auf jeden Fall mal mitkommen. Und hier warten. Und dann müsste es das gewesen sein. Dann müssten wir alle Tiere haben. Was wir halt mit den fliegenden Tieren machen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Ob wir die einfach im Tierpark rumfliegen lassen. Oder ob wir einfach gar keine Käfige bauen, einfach auch irgendwo ein Gehege bauen und die einfach so da reinsetzen. Weil wir haben ja auch noch die Wespe und die Hornisse haben wir ja theoretisch gesehen auch noch, die noch ein bisschen größer ist. Ich muss mal gerade gucken, ob ich noch eine Kakerlake als Ei habe. Sonst müsste ich nämlich noch eine zähmen, wenn ich keine mehr hätte. Hier haben wir Wasserkäfer. Das sieht schon mal nicht so aus. Wir können auch nochmal durchgehen, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir vielleicht nicht im Tierpark haben. Einmal noch schnell im Lager gucken. Haben wir hier was drinne? Bulldoggen, Echsenei, Fliegen. Schwarze. Oh, hier habe ich noch Fasern drinne. Habe ich letztes Mal wahrscheinlich da reingepackt. Okay, scheint nicht so. Das heißt, wir müssen noch ein Ei organisieren. Machen wir denn unsere Blaumeise? Ach genau, die saß da oben auf dem Ast. Die ist schon wieder weggeflogen. Okay, wir müssen später eh nochmal herkommen. Dann soll die erstmal hier bleiben. Dann werden wir jetzt noch eine von diesen Kakerlaken holen. Und ich denke mal, wir werden die auch in einem Ei holen. Wenn wir Glück haben, finden wir hier drüben schon eins. Hier sind auch zwei, drei von diesen Käferchens. Hier war normalerweise immer eine. Wo ist die hin? Ah, da unten. Gerade frisch gespawnt. Gib mir ein Ei. Haben wir direkt eins. Okay, vielleicht. Ich nehme mir noch ein paar mehr Tiere mit. Wenn wir gerade hier sind. Können wir gleich zwei, drei Sachen noch ausbrüten und kriegen auch noch ein paar Punkte. Bleib bitte stehen. Warte hier. Und falls euch wieder wundert, meine Tiere sind immer noch auf 20% Leben, damit ich einfach möglichst schnell farmen kann. Da hätten wir noch eine Ameise. Und da haben wir noch zwei. Wir hatten echt Glück. Bei der ersten gleich ein Ei gefunden.
Ansonsten die Käferlymphen können wir natürlich von denen auch immer super gut gebrauchen. Die geben immer 2 Käferlymphen. Ich glaube, jetzt habe ich sogar schon alle. Okay, macht nichts. Dann fliegen wir zurück. Und brüten das Ei aus. Dort. Ei-Brutmaschine. Da haben wir's. Wirst du wohl nicht, ich weiß nicht, ob die sich selber verletzt. Da kommen sie angekrabbelt und die werden natürlich auch hier sofort sterben. Oh, da kommen Fliegen mit. Aber klappt ganz gut. 8 Beitragspunkte. Dann können wir gleich mal hier das Material weglagern. Oh, komme ich nicht ran. Ich will auch nicht in die Stacheln reinfliegen. Autsch, genau das wollte ich nicht machen. Vielleicht so schräg. Sehr gut. Hier liegt nichts mehr. Und in der Kiste habe ich, glaube ich, auch nichts mehr drin. Ne? Und ich sehe gerade, wenn ich hier bin, wobei reparieren bringt mir nichts. Ich habe hier keine Intelligenz geskillt zum Reparieren. Ich wollte gerade sagen, ich muss meine Axt noch reparieren. Oh, wir hatten hier die Tür offen gelassen. Also sowas gibt's. Und hier auch. Tag der offenen Tür mal wieder bei uns. Was? Habe ich da gerade... Oh, Harz gehört hier natürlich nicht rein. Was haben wir noch? Insektenfett. Und dann haben wir hier noch Käferlymphen. Da habe ich wahrscheinlich... Wie viel habe ich davon? Haben wir auch noch ein paar, sehr gut. Und Fleisch, wo habe ich das denn reingelagert? Haben wir eigentlich genug? Brauchen wir eigentlich fast gar nicht. Ich könnte hier die Ameisenköpfe wegpacken. Aber wobei, ich glaube, das Fleisch kann ich einfach wegschmeißen. Fasern und Harz weggelagert. Und ich muss dringend, ich habe keine Rinde mehr und ich habe auch kein Holz mehr. Ich nehme es trotzdem mit. Ich nehme den Rest trotzdem mit. Ich lasse mal ein bisschen was noch hier. Dass ich für einen Notstand wenigstens mal 50 Holz und 50 Rinde noch habe. Und dann muss ich mal irgendwann wieder hier farmen gehen. Fasern haben wir, glaube ich, noch genug. Da habe ich noch eine zweite Kiste im Lager. Ich könnte noch ein Eisen mitnehmen. Und Pyrit brauche ich, glaube ich, auch noch vor Ort. Haben wir noch Ton? Oh, wir haben sogar noch Ton. Den nehme ich auch noch mit. Okay. Damit sollten wir in der Lage sein. Okay, Steine haben wir, glaube ich, noch vor Ort. Aber wie viel haben wir hier noch drin? Auch noch genug. Kann ich auch nochmal 2 mitnehmen. Dann haben wir noch 1 Slot frei, wo wir gleich das ausgebrütete Ei reinsetzen können, dann hole ich jetzt erstmal unsere Kakerlake ab und dann holen wir unser Ei ab und gehen zurück zu unserem Tierpark. Warte hier. Ich weiß gar nicht, ob 5 Minuten schon um sind, wahrscheinlich nicht. Aber es kann nicht mehr allzu lange dauern. Wenigstens wartet unsere Blaumeise hier.
beschäftigt. Oh, wir haben noch 40 Sekunden. Da könnte ich gerade hier das eine reparieren. Das Stück hier wollte ich gerade reparieren. Dann haben wir das zumindest mal wieder intakt. Ansonsten ist hier nichts weiter kaputt. Das steht alles. Und da leuchtet es auch schon. Ach so, es leuchtet schon, es leuchtet die ganze Zeit. Aber das Leuchten geht gleich aus. 10 Sekunden. Gleich gehen die Lampen aus. Und da haben wir so unsere Kakerlake. Eigentlich mag ich die Tiere überhaupt nicht. Aber na gut, sie gehören halt zum Spiel dazu und deswegen müssen sie auch in den Tierpark. Wie es einfach halt auch schon wieder über 10 Minuten dauert, nur um diese Tierchen zu holen. Gruppe verlassen. Warte ja da auf uns. Und jetzt sehen wir gleich, ob das Gehege passt für zwei, aber ich denke, für zwei ist es okay. Obwohl die relativ groß sind, ein bisschen größer hätte es vielleicht sein können. Wir holen mal die erste. Die ist schon mal drinne. Oh, die leuchtet sogar. Komm noch mal ein Stückchen zu uns gekrabbelt. Warte hier. Wir streicheln sie noch mal. Gruppe verlassen. Und die andere setzen wir hier hinter ins Grüne. Hierhin, würde ich sagen. Ja, muss natürlich erstmal der Gruppe beitreten, dann kann die ein Stück krabbeln. Gruppe verlassen. Sitzt die eine da und die andere sitzt hier. Die kann man dann von da oben gut angucken. Was kann die überhaupt? Auf jeden Fall leuchtet die. Leuchtende Tiere sind auf jeden Fall schön. Das müssen wir vielleicht auch noch angehen, dass wir irgendwann gucken, dass wir hier alle Tiere im Tierpark gegen leuchtende Tiere austauschen. Dann sieht das nachts natürlich auch wesentlich besser aus. Hier mal zum Beispiel nur einen leuchtenden Skorpion. Okay, ich gehe mal schnell die Sachen noch weglagern, die wir mitgenommen haben. Und dann weiß ich tatsächlich gar nicht, was ich als nächstes hier noch machen soll. Da muss ich mir erstmal was überlegen. Oh, hat genau gepasst. Kiste ist voll. Und hier packen wir die Fasern rein. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt, so wie ich das sehe, wirklich alle Tiere, die zumindest auf dem Boden krabbeln, in unserem Tierpark drinne. Hier hinten die Hirschkäfer. Hier haben wir jetzt eben gerade die Kakerlaken reingepackt. Da haben wir sogar unsere Bienen drin. Unsere Skorpione. Hier haben wir den grünen und den roten Käfer. Die Ameisen. Hier drüben die Wasserkäfer. Dahinter hatten wir die Marienkäfer. Und ganz am Ende waren die Spinnen und diese kleinen Zecken. Und das gefällt mir immer noch mit am coolsten, die Tarantel, die hier mit auf dem Spinnennetz sitzt. Und oben haben wir natürlich noch unsere Mantis, die Gottesanbeterin. Vielleicht fällt euch irgendein Tier ein, was ich nicht hier habe, nicht gezähmt hat. Unabhängig davon, also bitte keins, das irgendwie fliegt. Wenn irgendeins vergessen wurde, was rumkrabbelt. Ich habe jetzt keins mehr im Sinn, weil ich glaube, ich habe alle. Aber dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann müssen wir gucken, dass wir es noch irgendwie unterbringen.
Und ich sag mal, vielleicht kommt ja auch irgendwann mal wieder ein Update, wo es mehr Tiere gibt. Dann müssen wir das Ganze hier eh erweitern. Wir müssen noch ein paar Schilder aufstellen und noch ein paar Eingänge auch bei den Gehegen noch machen. Weil ich meine, noch kommen wir gar nicht rein zu den Tieren. Das heißt, wir müssten bei jedem Gehege noch irgendwie eine Tür einbauen und natürlich ein Schildchen, wo wir draufschreiben, was dann in dem Gehege drin ist. Und allgemein vielleicht hier die Wege ein bisschen, also nicht die Wege verschönern, aber so den Bereich der Wege verschönern, vielleicht noch ein paar Pflanzen hinbauen, vielleicht ein paar Parkbänke oder sowas. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Aber gut, ich überlege mir was fürs nächste Mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall meines Wissens erstmal alles, was kreucht und fleucht in unserem Tierpark. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Tierpark verschönern und vielleicht, wenn wir irgendwann fertig sind, dass wir doch die fliegenden Tiere hier auch noch irgendwie unterbringen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber vielleicht finden wir dafür irgendwie noch eine Lösung. Oder ich muss halt einen riesengroßen Vogelkäfig bauen oder Insektenkäfig und da einfach dann alle reinstecken. Aber das machen wir irgendwann mal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal, dass der Tierpark ein bisschen hübscher wird. Und auch der Eingangsbereich, den müssen wir mal ein bisschen verschönern. Und da gucken wir einfach in der nächsten Folge, was wir da machen. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.